So, ich grüße Sie. Hier ist wieder Axel Wolf von der Dimaklerei Immobilienkultur aus Nürnberg und zwar heute mittendrin. Wenn Sie sich fragen, wo sitzt der Herr Wolf hier so schön in der Sonne? In St. Johannes, genauer gesagt in der Moritzer Straße, Ecke Jagdstraße. Also absolute beste Top-Lage Nürnberg-St. Johannes, da wo diese wunderschönen Altbauten stehen. Und Sie merken bestimmt, also wenn Sie so den ein oder anderen Video von mir gesehen haben oder von uns gesehen haben, dann denken Sie, ja, Herr Wolf, jetzt ist er wieder drauf. Ja, ist er, weil er hier in einer wirklichen Perle sitzt. Aber eben nicht nur eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung mit ungefähr 66 Quadratmeter, nein, sondern eine Wohnung, die hier vor vielen Jahren tatsächlich absolut kernsaniert worden ist. Also hier war jeder Putz war hier abgeschlagen, die Böden waren draußen. Also hier ist alles tutti completi und zwar nach wirklich bester Architekten- und Ingenieurskunst, sage ich mal, und Handwerkskunst wirklich neu erstellt worden. Also hier steckt so viel Liebe im Detail, dass wenn Sie jetzt dann dem Video jetzt dann noch weiterverfolgen, dann kommen dann lauter kleine Detailbilder. Unter anderem, wenn ich jetzt einmal so nach unten links auf die rechts schaue, auf die Fußleisten. Also das ist jetzt was für die echten Freaks. Ich erzähle es Ihnen aber jetzt noch nicht, sondern erst am Ende des Videos. Also bleiben Sie gespannt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese wunderschöne Perle. Und am Ende des Videos komme ich dann wirklich mit den anderen Fakten nochmal auf Sie zurück. So, anschneiden. Wir fliegen jetzt gleich durch mit den Videos. Bis gleich. Ihr Axel Wolf von der Dimaklerei Immobilienkultur aus Nürnberg, St. Johannes, mittendrin. Dann geht's gleich. Servus. Tschüss. So, und das sind wir auch schon wieder von unserem kleinen Rundflug. Ich glaube, da habe ich Ihnen nicht zu viel versprochen. Ne? Also das ist schon mal richtig schön. Jetzt kommen wir mal zu den Details. Jetzt müssen wir uns so ein bisschen abgleichen. Also fangen wir mal an. Ich fange jetzt mal tatsächlich mit diesen kleinen Spielereien an, wie allein mit den Verschraubungen der Fußleisten. Ist Ihnen aufgefallen, habe ich ein Bild mit in dem Video versteckt. Das sind Messingschrauben, also so wie es natürlich um die Jahrhundertwende war. Und natürlich nicht irgendwie Kreuzschlitz da mal reingedreht hier, sondern nein, das sind Längsschlitzschrauben, also genau so wie es sein soll. Die Fußleisten, ich glaube, das sind so 120 mm Höhe, auch so wie es sein soll. Wir haben hier teilweise noch den Originalstuck, teilweise ist auch nachgearbeitet worden. Wir haben einen super schönen kleinen, echt putzigen Erker drüben in dem Wohnzimmer neben der Küche. Das ist echt toll. Dann, wenn ich da so rüber gucke und mir diese tiefen Holzkassetten-Türstücke angucke, sind mir vielleicht oben aufgefallen, das sind so Schlitze drin.
Da wollte einfach der Eigentümer hier einen Luftaustausch in der Wohnung haben und hat eben nicht hier einfach so Plastikdinger unten in die Tür gesägt, damit ich die Wohnung durchlüften kann und auch wegen der Brennwerttherme. Nein, sondern er hat sich Gedanken gemacht, Mensch, wie kriege ich denn die Luftzirkulation und den Austausch einfach hin und kann es elegant lösen. Apropos elegant, ich habe es vorhin schon gesagt, hier war überall der Putz abgeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Bauschutt es waren, das waren bestimmt etliche. Und es ist natürlich hier ganz klar, also nicht irgendwie Trockenbau an die Wand geschmiert worden oder an die Wand geschmiert worden, sondern es ist natürlich mit mineralischem Putz, also diffusionsoffener mineralischer Putz. Das heißt, Luftfeuchtigkeit, alles, was man hier so an Verdunstungen ganz normale hat, werden hier von den Wänden aufgenommen. Gibt natürlich ein super gesundes Raumklima. Das Haus selber steht unter Denkmalschutz. Deswegen haben natürlich auch hier ordentliche Schreinerfenster drin. Ja, ganz ehrlich, ich höre jetzt hier auf, bevor ich jetzt die nächsten Stunden jetzt hier noch einen Vortrag halte. Die Wohnung hat einfach Flair. Das Haus ist toll, Dach ist gemacht, Fassade ist gemacht. Ich persönlich kenne das Haus sehr, sehr gut. Sagen Ihnen dann aber auch in der Besichtigung warum. Und ja, vielleicht noch ein Wort zum Bad. Dann haben wir das auch noch. Bad ist auch schon ein paar Jahre alt, aber Sie haben es vielleicht gesehen, ist so im Stile der 20er Jahre gemacht worden. Also mit diesem Beleuchtungskörper, wo man dann den großen Spiegel hinlegt. Die große Badewanne finde ich ganz hübsch, aber mit diesen schwarz-weißen Fliesen, also absolut zeitlos. Ich glaube, das Bad ist jetzt 20 Jahre alt, aber es ist halt immer noch, es ist einfach schön. Das heißt, diese Wohnung war nicht nur vor 20 Jahren schön und ist nicht nur heute schön, sondern ist in 20 Jahren immer noch ein Traum. Dankeschön, das war's. Ihr Axel Wolf von die Maklerei Immobilienkultur aus Nürnberg. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Gerne abonnieren Sie uns, liken Sie uns. Wir sind auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube-Channel, überall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss aus Hannes, Ihr Axel Wolf. Tschüssi.